Unboxing. Ich habe eine Uhr bestellt und habe sie heute abgeholt. Gestern war ich leider nicht da, konnte das Paket nicht persönlich in Empfang nehmen, sodass ich es mir heute abholen konnte. Ja, wie ihr hier am Klebeband erkennen könnt, geht es um eine bestimmte Marke. Das war jetzt nicht ganz so schwer. Und wir schauen mal, dass wir möglichst an das Paket kommen, ohne zu viel lose Schnipsel zu produzieren. So, das Ganze dahin und jetzt. Das hat weitgehend geklappt. Ich habe nur ganz wenige auf den Boden gesammelt. Und wir schauen rein, was wir hier in der Box drin haben. Verpackung. Und der ganze Rest ist Füllmaterial, damit es nicht wackelt. Wunderschöne Box. Bei der Besichtigung von Hanhardt konnte ich übrigens sehen, wie die von Hand jeweils zusammengebaut werden. Richtig schönes Teil. So, und welche Uhr habe ich mir jetzt von Hanhardt gegönnt? Ich glaube, ich habe es schon erwähnt. Ich spoilere jetzt natürlich meine Hanhardt-Videos. So, und wenn ihr euch jetzt überraschen lassen möchtet für meine kommenden Videos, dann müsst ihr jetzt wegklicken, weil jetzt spoilere ich, welche Uhr ich mir gekauft habe. In meinen Review-Videos zu den Hanhardts habe ich es ein bisschen spannend gemacht. Also wer auch die Spannung sich behalten möchte, klickt jetzt weg. Denn das hier ist die Uhr, die ich mir bei Hanhardt bestellt habe, nachdem ich die Uhren zum Review bekommen habe und absolut begeistert war. Es handelt sich um die Hanhardt MK1 in Altweiß. Ich finde die Uhr sowas von gelungen. Review folgt im Rahmen meiner Hanhardt-Vorstellung, meiner Hanhardt-Reviews. Super klasse. Kurz an den Arm und dann ist auch genug fürs Unboxing. Ja, das ist also die Hanhardt MK1. Absolut traumhafte Uhr. Ich freue mich super und werde sie euch in einem Review selbstverständlich noch sehr genau vorstellen.